Hi, in diesem Video geht es um den neuen alten Farmspot im Schattenhochland. Der war während bis Kataklysmen, also auch noch während Pandaria, lange Zeit der Top-Farmspot für Glutseidenstoff. Nur wurde der von Blizzard entschärft, da die Respawn-Zeit von diesen NPCs erhöht wurde. Zur Zeit von Bandaria waren die nach ca. 10 bis 20 Sekunden wieder gespawnt. Jetzt ist sie ungefähr zwischen 3 bis 5 Minuten. Dadurch hat der Spot das Interesse verloren. Jetzt ist es aber so, dadurch, dass man die Server sehr, sehr schnell wechseln kann, hat der Spot wieder an Fahrt gewonnen. Und zwar bin jetzt wieder bis an der Quest vorbei und dass man die Zone sieht. Also wenn jemand an den Spot hinfliegt, auf der Map sieht man jetzt kurz, und keine Gegner sieht, dann hat er die Questreihe nicht erfüllt bis zu diesem Questgeber Matthias Jean mit dem Befehl Matthias Command. Nur wer diese Quest hat, beziehungsweise den Fortschritt bis dahin, sieht diesen ganzen NPCs rumstehen. Nun, was macht das Ganze interessant? Habe jetzt 20 Minuten wieder gefarmt. Und bin nach 20 Minuten auf knapp 1000 Glutseidenstoff. Man sieht, wie viele kleine Schatztruhen noch dabei, in denen nochmal Glutseidenstoff, flüchtige Elemente drin sind. Also würde man sagen, nach 20 Minuten um die 1100 bis 1200 Glutseidenstoff. Dann 45 Truhen, das heißt, man kommt auf über 120, 130 Truhen in der Stunde. Graue Items und normales Gold, das man lootet, kommt auf über 1300 bis 1500 Gold in der Stunde. Und dann noch die ganzen grünen Items, die man alle entzaubern kann zu hypnotischen Staub. Und wer mal ins AR reinschaut, sieht, hypnotischer Staub liegt um die 12 bis 15 Gold. Der Glutseidenstoff ist auf vielen Servern extrem teuer, teilweise bis zu 2 Gold hoch. Also würde ich sagen, dass man mit dem Spot an die 3000 Glutseidenstoff in der Stunde jetzt wieder farmen kann und mit denen dann hypnotischen Staub herstellt oder die Taschen herstellt. Im Endeffekt, wie funktioniert das Farmen dann wieder? Man geht da in der Gruppe, fliegt einmal die ganze Zone ab, lootet den Spot. Und joint einer neuen Gruppe. Und stehen natürlich wieder sofort alle Gegner da. Macht das ganze Spiel von vorne, läuft einmal durch, erledigt alles, lootet. Also mein Empfinden ist, dass der Spot jetzt noch besser funktioniert, als wie er damals zu Pandaria funktioniert hat. Und da waren schon 7 bis 8000 Gold die Stunde möglich an dem Spot. Würde sagen, dass man da jetzt leicht wieder dran ist. Einfach Gruppe wieder verlassen. Neue Gruppe suchen. Und von vorne beginnen. Ich denke, dass der Spot relativ schnell wieder an Beliebtheit gewinnt. Und dann die Chance natürlich wieder sinken. Also die Zeit nutzen jetzt, solange noch wenig Leute dort farmen, über 3000 Glutseidenstoff in der Stunde zu farmen. Wichtig ist, dass der Charakter Schneider ist. Nur Schneider erhalten doppelt so viel Stoff. Ein normaler Charakter müsste wahrscheinlich um die 1500 Glutseidenstoff in der Stunde farmen können. Im Sinn, allen viel Spaß beim Farmen. Wie gesagt, lohnt sich wieder der Spot für das reine Goldfarmen und für den Glutseidenstoff. Nehmen Sie ihn, viel Spaß!